Dann schauen wir mal weiter. Der Kater versucht immer noch irgendwie auszubrechen. Ich schmeiß mal das Zeug hier alles hoch, was ich habe, damit ich mal Platz für Neues machen kann. Hier habt ihr verschiedene Pflanzen, die könnt ihr quasi hinbauen. Ja. Magic, Elektro. Dann. Ich weiß nicht, was es ist. Verschiedene Türen, Steinchen. Wenn ihr die abbaut, ihr könnt euch die hinstellen, selber abbauen und mal gucken, was rauskommt. Und Aufzüge, ein weißer Aufzug, ein türkischer Aufzug. Ich kann mir darunter ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Tür wieder aufmachen. So. Okay, keine Ahnung. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich möchte auch gleich mal ins Spiel reingehen. Da werde ich mal gucken. Wir sind ja schon bei 9 von 10. Gute Nachtrüstung. Wow, Zuckerbrustharnisch. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt hier reingehe, setz den das hier rein. Wo kann ich denn das reinsetzen? Nee. So, dann sieht er quasi ja so aus hier. Also ich weiß auch nicht, wie ich den gerade rausholen kann. 9 von 10. Gut, dann haben wir hier 9 von 10 Röhren. Storage, also Schränke. Lager, also gute Nachtkleidung. Baby Creeper. Einhorn. Einhorn zeigen. Ja, also Einhorn Einhorn. kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Pferd mit einem Horn. So. Also, das Spiel ist auf jeden Fall was für Bionado. Gibt's auch ein Schokobo? Weiß ich nicht. Wie wird denn geschrieben? Schokobo. Mit CHOC. Nee, gibt es nicht. Oh, schade. Gut, dann haben wir das eigentlich durch. Aber Ich das Einhorn reiten. weiß ich nicht. Musst du ausprobieren, Bionade. Falls ihr die nicht hören solltet, die quatscht mir immer im Hintergrund rein. So. So. Okay, weiter geht das. Jetzt suche ich mir meine passende Gegend aus, wo ich anfangen will. Ich baue mir auf jeden Fall erstmal U-Bahn-Tunnel. Diesmal verbinde ich meine Gegenden unterirdisch. Ja, und dann fange ich langsam an. Ja, ein bisschen was zu bauen. Wenn du 3000 neue Zuschauer willst, dann züchte Einhornbabys. Ich fange am besten hier beim Dorf an. Fand ich jetzt eine schöne glatte Fläche. Das passt mir ganz gut, die glatte Fläche. Das Dorf sieht so aus wie jedes einzelne Dorf. Gut, ja. Ich werde jetzt mal eine Fackel mit reinnehmen. Wo ist denn das E? Fackeln. Oder Laterne? Haben wir vielleicht auch? Hey, so. Also eine Dekoration. Yellow Child. Gut. Dann gib mal her. So. Dann einmal die 9, die 8. Gut, bringt herzlich wenig, was ich da gerade gemacht habe. Deswegen die Fackel. Dann kann ich aber vorne zu 1 gehen. Mal gucken, wie das da aussieht. Die 1 sieht so aus wie das ganz normale Minecraft Inventar. Gut, hier unten ist ein guter Durchgang. Ja, ich muss mal gucken, wie weit ich. Also, ich werde auf jeden Fall jetzt mal hier runterbauen. So. Okay, noch zwei. Und ich werde schon mal anfangen, hier mal ein bisschen was zu machen. Ich mache mal die Berliner U-Bahn, ohne Graffiti. Diamant, oder? Nee, irgendwas ist das.
Ich bin mal gespannt, wie lange ich dieses Modpack spielen kann, ohne dass es abstürzt, weil den FTB-Launcher selber traue ich nicht so ganz. Denn Technik-Launcher hat ganz gut stabil funktioniert, nur auf diesen Rechner möchte der nicht gehen. Deswegen bin ich einmal auf FTB ausgewichen. Und ja, und lass mich mal überraschen, was mich jetzt hier erwartet. Und ja, ich muss auf jeden Fall einen kleinen Höhenraum erstmal machen hier, wie man sieht. Wenn ich dann eine Fackel hinsetze, was ist denn das? Wenn ich jetzt nicht im Kreativmodus wäre, würde ich wissen, was es ist. Das ist der türkische Aufzug, den brauche ich jetzt aber herzlich wenig. Was nehme ich denn jetzt hier? Also ich nehme mal da diesen, ja, den Stein. Der kann ja weiter runter. Die Fackel kommt daneben. Dann will ich meine Pickaxe haben. Kristall-Pickaxe, wie sieht denn die aus? Ich brauche die zwar eigentlich nicht, aber die sieht gut aus. Ich mache das einfach mal, weil ich kann. Gut, wo ist denn jetzt hier die drei da? Jetzt meckert er auch nicht mehr rum. Super, dann. Jetzt sagt er mir gerade, ich mache meine Arbeit gut. So. Ich werde auf jeden Fall erstmal einen kleinen Tunnel machen. Muss überlegen, wie breit muss ein Bahnsteig sein. Ich werde ihn erstmal nur vorbereiten, dass er erstmal da ist. Und oben kann ich dann schon mal anfangen, vielleicht ein Gebäude zu setzen. Ein Startgebäude. Diesmal kann ich das Gebäude nicht so einfach hinspawnen lassen. Wie bei im letzten Modpack, hier baue alles, was du kannst. Hier baue ich auch alles, was ich kann. Deswegen werde ich das dementsprechend anschließen, weil diese Staffel 2 soll ja mehrere Modpacks beinhalten, dass man so ein bisschen mehr zeigen kann, was es so Minecraft alles machen kann. Ich bin jetzt im FTP-Launcher drin, Omnia nennt der sich. Der Dingsda Bumsda. Und ja. Kann man spielen, ist erstmal so ganz akzeptabel. Ich werde mal gucken, wie ich jetzt die nächsten Tage hier mit dem Spielstand hier starten kann. Ob ich immer noch eine Viertelstunde warten muss. Wenn ja, bringt mir das nicht. Weil ich dann eventuell auf den alten Rechner übergreifen muss und gehe dann zum Technik-Launcher und mache da eben weiter. Das entscheidet sich jetzt, wie gut und lange der FTP-Launcher stabil funktioniert. Es hat ja auch was mit Java zu tun und da es ja Minecraft über Java läuft und Java immer sehr instabil ist, muss man immer so abschätzen, ob es funktioniert oder nicht. Deswegen starte ich erstmal die nächsten, also habe jetzt eine Folge schon, die nächsten 2 bis 3 Folgen, eventuell über 2 Folgen hiermit. Und wenn das nicht funktioniert, muss ich das ändern. Wenn es funktioniert, dann baue ich mir über dieses Modpack mit Bionalu, eventuell, wenn es dann Lust hat, eine kleine Welt auf. Aber ich werde auch noch die anderen Modpacks ausprobieren, um zu schauen, wie die funktionieren. Vielleicht wechsle ich ja nochmal. Also, das Modpack steht jetzt noch nicht fest. So. So. Ja, der wechselt immer zu schnell auf irgendeine andere Zahl. Hier. Dann habe ich gleich den Tunnel wahrscheinlich fertig, den U-Bahn-Tunnel. In der Mitte die Schiene. Ja.
Also ja, dadurch, dass ich keinen richtigen Zug hier erstellen kann, werde ich den auch nicht mit den Proportionen so einhalten können wie gedacht. Dementsprechend mache ich den Bahnhof auf Minecraft-Style eben und werde mal schauen. Und auf eine Höhe, wo man sich hier nicht den Kopf stößt. So. Ich dachte, er wäre kein Boden hier. Noch einmal hier lang. So, hier eine Beleuchtung, damit ich auch meine eigenen Haare vor den Augen sehe. Sonst laufe ich ja noch gegen die Wand. So, Biennale wird dann wahrscheinlich einen Kindergarten bauen. Ich dagegen werde das Gefängnis für die Kinder bauen. Du machst einen Maschendrahtzaun drumherum. Genau, sie baut den Kindergarten, ich baue den Zaun drumherum, damit die auch ja nicht alle ausbrechen. Und in zweiter Instanz ein Käfig mit Wölfen, falls sie Ja. über den ersten Zaun rüberkommen. Na, warum den Käfig mit Wölfen? Grizzlybär. Also wenn schon, denn schon. Die Kinder sollen sehen, wer sie auffrisst. So. Wenn sie nicht hören und ausbrechen wollen. Auf so einen Quatsch zu erziehen. Gut, dann mache ich das eben mit erwachsenen Menschen hier. Dorfbewohner, weiß ich gar nicht, ob man das bauen kann, aber ich denke mal, das ist Minecraft. Also, das müsste ja eigentlich in der Theorie gehen. So, jetzt sollte ich langsam durch sein mit dem Bahnhof. So kleine Ausbesserungen muss ich immer machen. Ach Mensch, da kommen die Leute wieder zu spät, um Menschen zu heilen. Wie gesagt, wir wohnen ja an der Feuerwehrzentrale, inklusive Polizeizentrale. Und man hört's. Ja, man hört's, aber man gewöhnt sich über der Zeit dran. Den einen Tag, wo hier irgendwie brandenburgweit die Sirenen getestet wurden, Alarmanlagen für den Notfall, das war hier bei der Feuerwehrstation schon ein paar Tage vorher. Da war der ganze Morgen nur diese Alarmanlage, die bei einem Atomangriff stattfindet. Ja, das war nervig. Und da musste ich mal nicht arbeiten, konnte eigentlich ausschlafen, aber nö, von 6 bis 12 Uhr Alarm. Das war nervig. Und 2 Tage später haben sie ja drüben in der Feuerwehrstation Big Party bis um 2 Uhr gemacht. Das hat man bis hier rüber gehört. Keine Ahnung, was sie ja gemacht haben, aber die hätten ruhig mal die Fenster zumachen können. Also man musste wirklich ständig das Fenster hinzulassen in der Nacht, weil man konnte, ja, sonst hätte man nicht schlafen können.